probierst du morgen nochmal mit Zapfers? Oh ja, was geht ab, Leute? Hunger. Wir chillen hier gerade. War ziemlich anstrengend das Wochenende, viel gefarmt. Viele coole Leute getroffen. Ein paar Süchtige hier, die jetzt ein paar Sachen vergleichen. Ihr könnt es schon sehen. Echt interessant zu sehen, was so andere haben an Statistiken. Ich habe jetzt zum Beispiel sehr oft am Wochenende gehört, wie krass meine Radplatzmedaille ist, weil anscheinend woanders die Radplatz echt selten sein sollen. Wenn Julian genug von Birgits 100% gesehen hat, können wir starten. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern. Ja, ich glaube auch. Wertest du dann auch jedes Pokémon oder machst du straight up? Okay, kurze Vorstellungsrunde. Hi, ich bin Andix. Ich bin Level 40. Seit? Seit circa 3 Monaten. Alles klar. Das ist Birgit, meine Rivalin. Sehr viele 100%, mehr braucht man nicht zu sagen. Julian? Seit wann bist du Level 40? Birgits Account. Ich bin seit 2 Wochen oder so, also seit das krasse Event quasi. Alles klar. Ungefähr zu Ende ist. Hey, ich bin Pascal. Auch Level 40 seit auch 3 Monaten. Und Team Gelb. Die zwei hier sind Konkurrenten. Es hört nicht mehr auf mit den Hunden. Immer noch nicht. Was sagst du zu meinem Account? Schon ziemlich lame, oder? Also im Vergleich zu den Hunden. Gedisst, ey. Ja. Musst du auf jeden Fall nach dem 100er Battle hochladen. Auf jeden Fall. Sonst will jeder nur noch Birgits Account sehen. Also EP wollte ich. EP auf jeden Fall. EP zuerst. Das sieht man, glaube ich, nicht. Das musst du sagen, Birgit. 34.308.000. Okay, 34 Millionen. 33,14 Millionen. Oh, knapp. 32.380.000. Okay. 24.275.000. Oh. Schlusslicht. Ich habe 38,12. Jetzt kommt deine Medaille. Laufen? Laufen. Laufen. Ich bin ein sehr sportlicher Junge. Ich habe 4.622 Kilometer gelaufen. Nicht schlecht, nicht schlecht. 3.825. 2.673. 2.792. Ich habe 4.086. Gefangene Pokémon? Da bin ich weit vorne, glaube ich. Fast 75.000. Ich habe die 40.000 geknackt. Oh. 55.888. Oh, auch nicht schlecht, ja. 38.144. 42.500. Okay. Eier wären noch interessant. Eier, ja. Doch, doch, doch. 6.017. Oh mein Gott. Meinst du, du kannst ungefähr schätzen, wie viele Hunde da aus den Eiern? Ja, das wäre interessant. Das waren schon etliche. Aber hauen schon rein, ne? Quasi immer wie ein Raid-Boss. Bei 6.000 schätze ich ca. 60. Kann sein. Also bei mir sind es 5.770. Boah, auch nicht schlecht. Auch krass, ja. Richtig saftig. 3.600 bei mir. 4.700. Mein Gott. 1.200. Ey, hier wird man immer mindestens Letzter oder Vorletzter. Ja. Wir gehen krass ab hier. Habt ihr bald eine Reise die Pokestops gedreht eventuell? Pokestops, alles klar. Ja, bei mir sind es 44.900. Machen wir bei dir weiter. 42.700. Ah, da seid ihr sehr ähnlich. 35.000. 58.000. Ich hab 65.000. Also, gut, alles wir können klar. Auch Arena-Kämpfe und so vergleichen. Ja, eigentlich würde mich das sogar auch zeigen. Ja, ja. Kämpfe und Training. Kämpfe und Training, okay. Oh, Kämpfe und Training bin ich schlecht. Oh. Bin ich aber nicht. Das ist ja, nicht bei mir habe ich 4.350 Kämpfe. Okay. 623. Nicht mal mit Gold? Oh, oha. Da sieht man, wo die Prioritäten liegen. Ja, auf jeden Fall. Ja, bei mir sind es 3.978. Okay. 2.200. Ja. Ich hab 4.400. Hätte ich nicht gedacht, ganz ehrlich. Also aber das ist sogar schwach. Ich wollte die demnächst pushen, weil ich kenne da zwei, die haben über 10.000. Ja, jetzt trainieren? Ja. Ich hab 4.600. Da bin ich schwach. 1.580. Oh, das 80. Oh, was? Wow. 2.470.
1750. Dann Kapador, würde ich sagen. Ich habe 366. Aber so in die Richtung. 159. Okay, noch nicht Gold. 215. Auch noch nicht Gold. 465. Okay. 230 bei mir. Alles klar. Anderes Biom. Das merkt man. Radplatz und Bukatsche machen wir. Ja. Radplatz. Wer will anfangen? 706. 706. 238. Auch noch nicht Gold. 522. Okay. 264. Ich hab 1300. Alter, okay. Ja. Also ich dachte, das ist heftig. Pikachu? Ich hab 434. Aha. Ich muss dir nichts auf Pikachu jagen. 337. Okay. Oh, 334. Mach das Sache. 160. Oh. 3100. 1300. 3501. 2200. 2300. Okay. Arena-Leiter. Ja. 10.000. Oha. 7.600. Oha. 3.560. 3.772. Oha, ich habe ja am wenigsten. 3.400. Sollen wir die Raid-Medaille machen, obwohl sie gerade verpackt ist? Oder? Ja, machen wir sie. Nein, machen wir sie nicht. Doch, machen wir schon. Okay. Ja, da, ich guck nicht du davor. Okay. Ja, nee, nicht. Ich habe genau 10. Ich habe leider 7. Und dann kommt das Event nur 3 neue. 6 Stück. Okay. 7. 21. Wie viele neue hattest du jetzt durch das Event? Ja, okay. 8. Okay. Great. Ich sag halt zuletzt. 142. 142. War ein Mini-Thread auf Raids und dann wird schon wieder gelöscht. Raids. Raids. Ja, ist ja momentan verpackt. Ich habe 128, aber bestimmt mittlerweile mehr. Also. 116. 156. 34. Was? Okay, du hast quasi am Anfang nicht so viel, aber bei den Legis hast du schon auch ordentlich, oder? Warum macht ihr immer nur einen am Tag? Ne? Nur den Freien, ja. Okay. Ja, gut, ja. Und ab und zu, ja. Auch voll falsch eingeschätzt. Das so. Ja. Okay, als nächstes Arena. 257. Okay. 300. 300. 137. 251. 181. Davon Gold 5. Gold auf 3. 3. Gold 2. 5. 8 auf Gold. Oh. Kein Wunder. Bei 8000 Stunden oder so. 10.000. 10.000. Entschuldigung. 630. Mit was haben wir Stahl? Stahl. 325. Genau, 600. Ich muss kurz in die App kommen. Okay. 531. Okay, Julian, ist soweit? 495. Alles klar. Eis. Das waren am Anfang die schwersten Medaillen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Eis war meine letzte. Der nächste? Bei welcher sind wir? Eis. Eis, okay. 865. 1478. Oh. 802. 843. 1220. Kampf? 616. Bei Kampf? 437. Alles klar. 391. Genau, die zweite von links oben. 925. Oha. 525. Okay. So, und jetzt Drache? Drache, ja. Das ist, glaube ich, die interessanteste. 296. Ja. 375. Oh. 420. Oh. 230. 391. Hinter Julian, aber vor Birgit. Krass, wie viele Drakinis bei euch sind. Ja, wir waren da also krass auf der Jagd und dann auch in Amerika. Das ist eine okay. Ja, aber der Fokus liegt immer woanders bei jedem. Bei mir und Birgit merkt man es bei den Eiern. Ja, auf jeden Fall. Also 7.400 gesehen und 4.800 gefangen. Okay. 6.900 gesehen und 5.900 gefangen. Okay. 8.059 gesehen und 6.311 gefangen. Okay. 7.450 gesehen, gefangen 5.628. Okay. Ich habe 13.500 gesehen und 11.144 gefangen. Ja, Alter. Radfurz. 3.700 gesehen, 2.400 gefangen. Oh, gute Quote.
5.300 gesehen und 4.400 gefangen. 7.442 gesehen und 5.795 gefangen. Gesehen 2.746, gefangen 2.025. Gesehen 12.800, gefangen 10.500. Das macht ihr. Carpador, ja stimmt, Carpador ist auch noch interessant. Ja, das wollte ich nämlich ja. Wissen. Und wie viele Shinies? Ja, weil die zwei haben noch keine Shinies, Julian und Andi. Und Birgit hat 8 oder so. Okay. Also 1.300 gesehen und 1.200 gefangen. Und ein Shiny. Ein Shiny. Oh ja, gut. 1.550 gesehen, 1.440 gefangen und kein Shiny. Birgit ist noch nicht so weit, Andi. Jetzt hat 2.965 gesehen und 2.816 gefangen und 6 Shinies. Okay. Das Spiel ist abgestürzt. Kein Problem. Dann mache ich zuerst. Gesehen 2.546, gefangen 2.459 und 3 Shinies, glaube ich. So. So. Ja, 1.868 Carpador gesehen, gefangen 1.747. Alles klar. Und Shinies 0. Und Shinies 0. Shinies 0, okay. Seit es die Shinies aber gibt, habe ich ca. 600 gefangen. Okay. Ja, ich glaube, das war's. Fand ich echt interessant, mal so zu schauen, was andere 40er so gefangen haben, gemacht haben. So, das war's. Erstmal danke an alle, die mitgemacht haben. Birgit, Julian, Pascal und Andi. Klasse Spieler, alle Level 40. Allgemein in Pasing sehr viele klasse Spieler getroffen, da waren noch mehr Level 40er. Und echt interessant, andere Level 40er aus anderen Regionen und Städten kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen und ein paar Sachen zu vergleichen. Vergleich tut man eh immer. Und ein kleiner Konkurrenzkampf entsteht dadurch immer. Auf jeden Fall echt sehr interessant. Und schreibt unten in die Kommentare, falls ihr da irgendwo mehr Sachen habt als wir. Und was ihr allgemein so habt an Statistiken. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Seit neuestem. Und natürlich nicht vergessen, Pokémon ist serious business.